Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Ausgabe von From Zero to Hero. Und das Ganze natürlich, wie ihr seht, hier steht da mit unserem Lieblingsduellanten, den lieben Milo. Hallo. Hoppala, da bin ich auf den Schlagschrauber gekommen, tut mir leid. Jo. Das war, ich wollte eigentlich L, aber... Ich muss mal kurz mal hoch. Jo, mach das. So, wir werden jetzt hier erstmal kurz das Ganze ableiten. Und dann schauen wir einfach mal. Ob ich nächsten Samstag bei Tino in der Garage bin, also wir haben ja jetzt Sonntag, ist ja die Sonntagsfolge. Und ja, eventuell, ne, wenn es zeitlich passt, da sind wir definitiv dort und schrauben. Schön gemütlich. Mit Lust und Laune. Das Moped zusammen. So. Du plumpst doch mal runter. Okay, warte, müssen wir mal so machen. So, palim, palim, palim. Warum verschwindet die eine Palette nicht? Das ist nervig. Da müssen wir halt so reinschieben. Okidoki, so, mal schauen, was haben wir dafür denn bekommen? Eier, ja, das schmeckt. Okay, das schmeckt, das nehmen wir. Das nehmen wir auch. So, meine Lieben. Voila, ist auch mit drauf. Gut. Das ist auch weg. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt als nächstes... Wir müssen dann gleich mal schauen. Das sieht so weit... Okay aus, aber was machen unsere Flächen? Was machen unsere Flächen? Okay, die 3 ist andere. Okay, wir werden uns jetzt definitiv die Technik kaufen. Das geht doch in die Hose. Warum? Was geht in die Hose? Genau, wir werden uns jetzt definitiv die Technik zulegen. Und dann switchen wir ab ins LU, denn die sind ja dann fertig mit Pressen. Da können wir uns definitiv... Basti, alles klar, schön, dass du da wärst. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Master Chief, grüß dich, servus und hallo. Schön, dass du mal vorbeischaust. So rum, Entschuldigung, krieg ich gleich einen Sprachfehler. Sprachfehler. So. Ja, in die Werkstatt werden wir dann auch gleich fahren, denn er hat ein bisschen Leistung verloren. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir zwei in der Garage. Ja, genau, wir zwei in der Garage. Könnt ihr euch drauf freuen. Wenn es klappt, wird definitiv spaßig werden. Gut, Manu ist wieder da. Ich muss mal kurz ins LU. So, hallo, liebes LU. Oh, ja. Welche Freude, ne? Wundervoll ist das. Wenn wir auf der 5... Da gehen bei mir die Blümchen auf. Ja, unser LU-Chef ist ein bisschen angesehen. Boah, hör auf jetzt. Weil wir hier nicht aufräumen. Los, und Ende. Feierabend. Ah, okay. Sonst mache ich gleich Feierabend. Oh nein. lieber LU-Chef. Ja, bitte. Wenn wir auf der 15 fertig sind mit Ballenpressen. Ja. Dann können wir dann in die auf das Feld 3 fahren und dann dort reinstarten mit Ernten? Eventuell können wir das machen, ja. Das ist schön, weil es wäre soweit zum Ernten. Super. Dann das klingt gut. Können wir dort schön, nämlich wieder aufpassen. Ja, ne? Also da habe ich jetzt, weil sie ja vor uns sagten, ich soll besser einen Überblick behalten und so, habe ich mir gedacht, okay, fange ich jetzt gleich mal umgehend damit an. Der hat ja doch was gebracht. Na, sehen Sie. Und ist, ja, abfahren mache ich selber. Ja, gut. Deswegen könnten wir da gleich reinstarten. Jo. Und ich lade unten jetzt die Ballen und sage euch dann gleich wieder Bescheid. Wenn ich sie alle weggefahren habe, quasi. Ja, alles klar. Weil wegen Abrechnung und die ganzen Gedöns. Und das Gedönse, ja. Na genau, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich. Jo, bitteschön. Wiedersehen. Tschüss. Das gehört mir tatsächlich, das kleine hier. So, da sind wir wieder. Okay. Silas der Bauer, alles klar, gutes Nächtle, schlaf gut, schön, dass du da warst. So.
Also Leute, langsam geht's los, ne? Die Arbeit geht wie am Fließband, muss man ganz ehrlich sagen. Läuft. Es läuft. So. Okay. Palim. So, Meile, bei dir läuft's auch mit Mais? Ja. Chef ist da ordentlich Penünzen? Ich habe noch nicht verkauft, der liegt noch dran. Hast noch nicht verkauft. Ja gut, hast du aber, denke ich mal, einen aktuellen guten Kurs. Ja, ich kam einfach noch nicht dazu. Man muss natürlich auch sagen, unser LU-Chef, ne, der hat voll zu tun. Und ich kann das dann auch nachvollziehen, wenn dann so ein penetranter Kunde wie ich dann immer wieder ins Büro reinkommt und sagt, ich hätte gern noch das und dies und ach ja, warte mal, da ist dort noch was. Kann ich verstehen, dass wenn die Stimme dann zu hören ist, dass man sich dann denkt, oh ne, nicht da schon wieder. Oh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen, da gehen wirklich Grüße raus an unseren LU-Chef. So, noch mal kurz zum LU. Jawohl. So, meine Lieben. Da haben wir hier ordentlich Körner. Körner jetzt ordentlich. So, da werden wir das jetzt schön laden. Und wenn wir das verkauft haben, kaufen wir uns dann gleich die Technik. Dann rücken wir oben auf der 3 mit der ganzen Technik an und dann legen wir dann dort schön los. Und wir werden dann erstmal ordentlich essen, was das Zeug hält. Palim. Gehen hier gleich, dass wir das nicht verlieren. Ja, haben wir gesichert, nicht dass auf die Straße rollt. Ja, das wäre eine Überlegung wert, Niklas. Hallo, Nickelodeon. Was denn? Was möchtest du machen? Meine. Landwirtschaft betreiben. Ach, Landwirtschaft betreiben? Ja. John Deere, warum? Was denkst du? Warum? Wie kommst du da drauf, dass es so ist mit dem Geld? Wie kommst du auf die Idee bzw. auf den Gedanken? Also man muss ganz ehrlich sagen, so ein Ballenwagen, sorry, hab dich unterbrochen. Ich hab nur gesagt, ich geh zum LU. Okay. Also man muss ganz ehrlich sagen, so ein Ballenwagen ist von der Schnelligkeit her mit dem Laden schon sehr, sehr gut. So, aber warum soll das LU pfuschen? Haben immer die größten und teuersten Maschinen. Ah, das LU kann sich das halt leisten, ne? Sonst wäre es kein LU, weil das LU muss ja auch gewährleisten. Immer, sag ich mal, auch den Anforderungen der Kunden zu entsprechen, ne? Mit der Maschinenleistung und allem drum und dran, weil sonst könnte es ja kein Geld verdienen. Ja, von daher denke ich mal, ist das schon alles so in Ordnung. So. Aber Chat und vor allen Dingen auch an die YouTuber Renus gerichtet, so, wie findet ihr denn bis jetzt so das Vorankommen bei uns? Wo seht ihr definitiv noch Handlungsbedarf und allem drum und dran? Und löst Pacht 26 auf, Pacht nun fällt 29. Okay. Okay. Gar nicht so verkehrt. So. Jeremy, hast du nichts mitbekommen? Ja, dann lass dich dann die Woche einfach mal überraschen, ne? Was dann vielleicht den Samstag stattfindet. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen erstmal sehen, ob es zeitlich passt, einem drum und dran. Und ob alle Teile da sind. Ne? Deswegen ganz geschmeidig, meine lieben Leute. So. Ah, du bist auch ein ganz wilder Pächter, wa? Würde ich sagen. Ja, das ist unglaublich. Hast du dir so Eiergitterboxen gekauft, ne?
Nö. Boah, das ist ja nochmal unfair. Erstmal passen viel mehr Hühner bei dir in den Stall rein als bei mir. Das kann gar nicht sein. Ja, das kann sehr wohl sein. Bei mir passen genau. Ich kann es dir sagen. Mhm. 30 Hühner in den Stall. Okay. Bei dir mehrere hundert. Wie kommst du da drauf? Das haben wir mir gesagt. Und deine produzieren Gitterboxen und meine aber einzelne Kartons. Ja, da kann ich ja auch nichts dafür, wenn das so ist. Okay, ich muss mal kurz ins Salon. So. Das ist aber auch kein Regelbruch. Na, das sag ich doch gar nicht. So, und das hat auch nichts mit Unfairness zu tun, allem drum und dran. Ansonsten, wenn du so anfängst, dann können wir uns gerne mal über deine wilde Pachterei unterhalten. Wieso? Das es ist kein, gibt ja, nämlich, es gibt nämlich also Mindestverträge bei Pachtverträgen, die einzuhalten sind bei einer gewissen Laufzeit. Ah ja, okay. Das ist gut. So. Gut, da haben wir die jetzt schon mal weg. Da können wir das wieder nach oben bringen. Seht der Chat, wie er schon wieder anfängt. Seht der Chat, wie er schon wieder anfängt, irgendwo eine Lücke zu finden, um seine Unfairness gut zu verpacken. Das ist unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Und man muss eins dazu sagen. Am Anfang, klar, hat man versucht und getan und gemacht. Allerdings versuche ich jetzt wirklich, ne, den Regeln zu entsprechen. Deswegen ganz entspannt. Und man kann ja nicht von mir verlangen, dass ich irgendwelches Getier verkaufe, bloß dass der Herr genau dasselbe hat. So, und dieselbe Möglichkeit, wenn er sich da irgendwie wegen den Eierpaletten oder so, ja gut, dann wünsche ich mir dann auch ein Mod. Ne? Aber wir halten erstmal den Ball flach. Wir gucken mal, ne? Schauen mal, was kommt. Ich bin gespannt. Aber es ist ja auch so, bei Pachtverträgen gibt es Mindestlaufzeiten, die man einzuhalten hat bei Felderpacht. Und man kann nicht einfach bloß abernten und dann wieder weg damit. Ne? Das ist ganz klar. Das geht nicht. So. Können wir nämlich auch mit anbringen. Oder Chat, was meint ihr? Könnt ihr gerne mal reinhauen. In den Chat, logischerweise. Oder auch YouTube Arenas, ne? Ihr könnt natürlich auch, ihr seid da auch immer angesprochen, ne? Gerne in die Kommentare, ne? Er beschwert sich wegen den Hühnern, okay. Ja gut. Also, aber wie er dann noch so lässig aus den Flammen rauskommt. Ja, Formel 1 heute war wirklich. Ja, ne, mein Gott, dann soll er halt Mimimi machen. Mimimi. So, und? Wie sehr hast du auf die Tränendrüse gedrückt? Ja, ich hab nur nach einer Frage gestellt. Ja, ja. Warum füllst du das denn da ein, du alter Hanebambel? Hinten. So, was hat denn LU zu dir gesagt, beziehungsweise Strafkammer? Dann frag doch deine Retter. Ja, nee, wir können ja offen darüber reden. Deine Folien, Army. So, wenn du schon mit unfairen Mitteln versuchst, dann können wir ja... Ich habe eine Frage gestellt. Er hat einfach nachgefragt und sich beschwert. Okay, worüber hat er sich beschwert? Wo hab ich mich denn beschwert? So, Chat, worüber hat er sich beschwert? Ich habe nachgefragt. So, und du hast dich beschwert? Nein, ich habe nur nachgefragt. Milo, ich merke ein Grinsen in deiner Stimme. Du hast dich auch beschwert. Ich habe nachgefragt, wie es damals war, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie es war. Ja, okay. Das war's. Okay. Und dann haben sie gesagt, okay, wir überprüfen das nochmal, wie es war. Okay. Und dann, das müssen wir an die Strafkammer. Ich hab sogar gesagt, der hat dann gesagt, ja, das müssen wir an die Strafkammer weiterleiten. Ich sag so, nein, ich will jetzt hier keinen Fall aufmachen, ich will einfach nur wissen, wie es war. Okay. Also sogar gegengesetzt beschwert, aber also du hast ja tolle Informanten. Okay. Hallo? Was? Ist mir gerade voll auf den Leim gegangen. Ich bin mir sicher, dass einer deiner Hunde hier bei mir war. Oh, Chat, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, wie er euch gerade genannt hat? Das ist ja unglaublich. Also das ist ja unerhört. Okay, ich muss mal gerade zum LU. Liebes LU. Ja. Die Anterarbeiten auf Feld sind schon im Gange? Wie wir angebracht hatten? Aktuell noch nicht dran. Wann geht das los?
wenn die anderen fertig sind mit ihrer Arbeit. Habe ich nur noch einen LU-Mitarbeiter oder was? Ne, zwei. Zwei. Okay. Wo ist denn mein liebes Frauchen? Was denn? Na, ich dachte, du machst bei mir. Feld 3. Habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt. Oh, verdammt. Aha. Ich war mir gerade was am Angucken. Das ist unglaublich. Ja, beim Herrn Meile, was haben Sie da angeguckt? Nix. Ich habe mal eine Frage an die Frau Strafkammer. Ist sie gerade zugegen? Ja, ich komme hier nicht raus, ja. Und zwar, Frau Strafkammer, es geht um Folgendes. Nur mal eine rein informelle Frage. Wenn jetzt aktuell 218 Menschen Hunde 210 als Hunde bezeichnet werden, quasi beleidigt werden, was müsste vom Herrn Milo, wie wäre da die Strafe, beziehungsweise was müsste, also weil die Menschen, die fühlen sich da echt gerade nicht so gut. Hat er das jetzt ernsthaft gesagt? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Ach, holen Sie denn mal runter. Herr Garten, weiter. Naja, ich wollte halt nur wissen, nein, was... Nein, ziehen Sie mal runter, bitte. Wollt ihr jetzt kein großes Fass aufmachen? Ja, haben Sie aber gerade. Weiter. Okay. Milo? Ja. Will dich mal kurz zur Vorstrafkammer ziehen. Wegen den Hunden. Ja, wegen den Hunden. Es sind, Hunde sind wunderschöne Tiere. Ja, weiß ich selber. Aber was haben Sie gesagt? Was soll ich denn gesagt haben? Irgendwie, dass sie Leute beim Herrn Foli beleidigt haben als Hunde. Ist ja exakt 210 Menschen. Nein, erstmal nur die zu mir kommen. Das sind nicht alle 210, sonst hätte ich nämlich 340 Zuschauer. Und es kann sein, dass ich gesagt habe, er soll seine Hunde zurückhalten. Okay. Die bei mir spionieren, aber das würde ich jetzt nicht direkt als Beleidigung sehen, weil ich finde, als Hund bezeichnet zu werden, ist nicht eines der Dinge, die auf der schlimmsten Dinge der Weltliste stehen. Du Hund. Ja, was bin ich? Also Frau Strafkammer, man muss ja auch anmerken, ich möchte dazu noch ein was ausführen, es ist ja auch so, die Frau Strafkammer ist ja da aktuell auch mit zugegen und hat das ja gesehen, haben wir ja vor uns gemerkt, weil sie mich korrigiert hat bei der Anzahl der Zuschauer. Also Frau Strafkammer, Sie würden da halt leider auch als Hund mitgezielt. Ich würde bei beiden dann beleidigt werden. Mein Gott. So. Wäre die Strafkammer auf jeden Fall ein Stream-Sniper. So, man wollte es ja nur mal anbringen. Ich muss ja meine beiden Kontrahenten im Auge behalten. Richtig, ne? Das machen Sie vollkommen richtig, Frau Strafkammer. Sie sind eine der Besten. Wow. Mimimi? Was? Sag schon, ich hab was gelesen. Ja, außerdem habe ich mich nur ein bisschen gerecht, weil ja. Was denn? Weil Lügen über mich erzählt wurden. Es wurden Lügen über mich erzählt. Okay, was ist denn los? Wegen den Hühnern. Was ist denn mit ihren Hühnern? Weil seine tollen Spione verbreiten nämlich Lügen über mich. Und dann finde ich, dass Hunde, was immer noch schöne Tiere sind, keine Beleidigung ist in dem Sinne. Aber eine Lüge ist schon einfach eine Lüge, weil es wurde einfach erzählt, dass ich mich beschwert und rumgeheult hätte. Dabei habe ich mich nur nach einem Sachstand erkundigt. Und ich habe sogar abgelehnt, einen Fall bei der Strafkammer aufzumachen, weil ich mich regelrecht informieren möchte und nicht irgendwie Stress schieben. Ganz und kurz, ich wurde Milo? Als Stressschiebender, keine Ahnung, Pflegel hingestellt. Ganz kurz, Milo, ich kaufe mir mal eine Maschine, ne? Ja, mach das. Gut. Okay, deine Schilderung. Gut, deine Schilderung ist so nicht ganz richtig. Liebe Strafkammer, ich habe natürlich ihn versucht, weil er wieder irgendwo in seinen Aussagen nicht offen und ehrlich sprechen wollte. Und deswegen habe ich natürlich hintenrum gefragt, ist ja ganz legitim, kann man ja machen, darf man ja machen, wie sich das Ganze denn so verhalten hat. Und dann habe ich das Ganze natürlich etwas gedehnt. Ich persönlich habe das gedehnt, die Auslegung. Und er hat es wahrscheinlich sehr suboptimal aufgefasst in diesem Moment und hat dann wirklich die 210 Menschen nicht nur so als Hunde, sondern wirklich... Hunde, hat er gesagt und das dann halt so betitelt. Und es redet nur einer, aber der vorhin gesagt, bin ich jetzt dran. Du redest aber ständig. So, nein, warte, bin gleich dort. So.
Und auf jeden Fall hat er das so mit Nachdruck gesagt. Und also die 210 Menschen, also es ist unglaublich. Die fühlen sich hier gerade wirklich aufs Übelste nieder. Es ist unglaublich. Wenn ich das lese, treibt es mir persönlich die Tränen in die Augen. Es ist unglaublich. Ich bin gerade wirklich emotional. Also, erstmal, es sind ja höchstens, keine Ahnung wie viele, aber auf gar keinen Fall alle, weil wie gesagt, dann hätte ich 400 Zuschauer. So. Und ich habe, wenn man Hund als Beleidigung nimmt, beleidigt man alle Hunde. Also das finde ich noch viel schlimmer. Aber hast du ja gemacht? Nein, weil Hund keine Beleidigung ist. Das sind spürende Wesen, die Feinheiten aus der Luft zwirbeln und Informationen liefern. Das sind Hunde. Aber du hast ja dennoch beleidigt. Nein, wenn du das als Beleidigung auffässt, als Hund zu bezeichnen. Du hast ja wirklich aufs Übelste die Mitmenschen, die da auch wirklich... Mir bluten schon ein bisschen die Ohren. Also wenn die Strafkammer wirklich dieser absurden gleichen Meinung ist wie er, dann bitte gebt mir einfach eine Straße, dass das hier eine Strafe, dass das hier ein Ende hat. Warum bist denn du jetzt so ungehalten? Und sehen Sie, Frau Strafkammer, genau so hat sich das vorhin entwickelt. Durch dein Gelaber blutet. Genau so hat sich das vorhin entwickelt. Es war ein stinknormales Gespräch und ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Dann legt er auf einmal so los. Genau so wie jetzt. Ich verstehe es nicht. Kann ich bitte entweder sagen, ja, also das ist mein Hahn, oder bitte, dann zahle ich halt irgendwas oder was weiß ich, aber ich kann mir das nicht länger antun. Ja, hallo, Ringele? Sag mal, was ist denn da los eigentlich? Ich gucke hier gerade deinen Stream, weißt du, oder ist irgend so ein komischer Kerl, der labert die ganze Zeit irgendeinen Müll? Ja, keine Ahnung, ey, voll die Pfeife. Kollege, du, ich sag dir jetzt eins, also ich denke mal, dass die komischen Leute von dem Typen da, oder? Dass sie richtig gut drauf sind, wenn du sagst, du hast ja gesagt, das sind Hunde. Ja. Aber die wären bestimmt richtig gut drauf, wenn du sagen würdest, dass das super wunderschöne Schäferhundwelpen sind. Hab ich doch schon gesagt. Also nicht. Was hältst du davon? Sag das mal und dann hat sich die Sache erledigt. Da kann sich ja keiner mehr angucken, die Scheiße. Ja, ist schlimm, ja. So, danke. Tschüss. Tschüss. So, ich bin wieder da, schön. Ich hatte ein wichtiges Telefonat. Ja, auf jeden Fall diese wunderschönen Schäferhundwelpenhündchen bei ihm. Ja, also ich fand das halt nicht. Unglaublich. Können wir das jetzt irgendwie abschließen in irgendeiner Form? Das obliegt ja der Strafkammer. Also die Entscheidung kann ja die Strafkammer schon noch selber treffen, meine Leute. Ich hab doch dagegen. Sie soll sie mir jetzt treffen. Naja, du musst die Strafkammer jetzt nicht beeinflussen. Wenn die Strafkammer natürlich sagt, nee, ich brauche jetzt erstmal Zeit, das war mir gerade zu viel. Ja, gut, dann. Ja, normal. Also, Leute, das ist jetzt ein dicker Zwiespalt, den es hier gerade gibt in dieser Folge. Und egal, wie ich mich jetzt entscheide, es wird immer sein, dass ich der Buhmann jetzt bin von der ganzen Sache. Nein, das müssen wir gleich mal festhalten. Ich habe das Redekissen. Ah, ganz kurz, Zweine, die Strafkammer ist natürlich nicht irgendwie schlimm. Okay, hier haben sie es wieder. Ich mag die Strafkammer. Du hast überhaupt keine Manieren, Mann. Amu, lass mich was machen. Egal wer jetzt hier, was ich jetzt sage, wie gesagt, egal die ganzen Ritter vom Herrn Foley und vom Herrn Manu. Er hat keine Ritter. Wir sind die Army, das sind hier die Kokos, das sind die Kokosnussritter da. Etc. pp. Ist mir jetzt egal. Oh Gott, ich werde jetzt nichts dazu sagen. Gut, alles klar, weiß Bescheid. Wunderschönen Tag noch. Achso, wie? Doch was dazu. Dröhnt einfach die Birne von dem Ganzen. Sehr schön, ja. Vertragen Sie sich einfach und. Ich hatte nie ein Problem mit ihm, ja. Er findet. Ich hatte halt auch nie ein Problem mit ihm, aber er fing da halt gleich wieder so an, ne? Aber ich würde sagen, Schwamm drüber. Ja, Schwamm drüber, ne? Also, es war ja nur auch nicht so schlimm, ne? Also, wie gesagt, wollte da jetzt auch nicht irgendwie zu böses. Geben Sie sich einfach die Hand. Na komm her, mein Kleiner. Hey, lass dich mal zurück, Knettin! Kindergarten einfach sein und versuchen sie einfach vernünftige Kontrahenten weiterhin zu sein, die sich nicht so anzicken, gut Deutsch, und damit hat sich dann alles. Also, Was ein hoher Wabuyu hier, ey, Mann. Duhu Wabuyu. Tut mir leid, dass ich jetzt, genau, was ist das hier für ein Tohuwabohu? Da gucke ich lieber einen Film. Das ist nicht so. Das ist doch hier ein Film. Na, genau. Nee. Manu und Axel, das ist besser als ein Film.
Das ist eine Netflix-Serie. Und weiter geht's mit der Challenge. Auf Wiederhören. Okay, ciao. Nimmst du mich mit? Ja. Sag mal. Und nein, ich bin nicht genervt, Nova. Bin der Düngerstreuer nebenbei leer gelaufen, während ich versucht habe, dich zu ziehen. So, ich muss doch mal was loswerden. Ist schon vorbei, oder was? Ja, ist schon vorbei. Aber bevor wir beenden, falls sich irgendjemand genervt fühlt, das war jetzt nicht unsere Intention. Es sollte ein kleiner Spaß werden. Spaß am Rande. So, in diesem Sinne, meine Lieben, Sonntag ist natürlich auch schon wieder vorbei mit der Folge. Wir starten heute Abend, ne? Gerne wieder zusammen mit euch in den Livestream. In den Nikolaus-Livestream. Genau, und das Ganze um 19.30 Uhr. Ja. Gibt's was zu verloren zum Nikolaus? Richtig. Gibt's definitiv. Seid da gern dabei und freut euch auf das, was da kommt. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.